jetzt das Heute-Journal mit Kai Sölwe-Richter und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Der eine tritt ab, der andere ist am Ziel. Bei der CSU hat es heute etwas gegeben, was man durchaus Zeitenwende nennen kann. Auf Horst Seehofer folgt Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, jetzt auch Parteichef. Der bisherige, langjährige Parteichef Horst Seehofer hat heute also immer mal wieder durchblicken lassen, er könne noch mal wiederkommen oder doch nicht gehen. Im Scherz natürlich, aber kann man das wirklich so sicher wissen? Der neue CSU-Chef im ZDF-Heute-Journal. Vielen Dank, Herr Söder. Und das Gespräch haben wir aus Termingründen heute Abend aufgezeichnet. Jetzt der Nachrichtenüberblick. Kai Sölwe mit einer, ja, muss man so sagen, vermeidbaren Katastrophe. Ja. In Mexiko ist sie passiert. Dort ist eine angezapfte Benzinleitung explodiert. Mindestens 66 Menschen starben in den Flammen. Außerdem gibt es etliche Schwerverletzte. In Danzig haben Zehntausende Abschied vom ermordeten Bürgermeister Adamowicz genommen. Unter den Trauergästen waren zahlreiche Politiker und Prominente. Lange Jahre war es Geheimtipp für Regisseure von biblischen Monumentalfilmen, die ein großes Problem hatten. Irgendwie sah das echte Jerusalem nicht mehr so aus wie das damals. Aber zum Glück gibt's ja Matera. Kleinstadt in der Sohle des italienischen Stiefels. So ursprünglich, vergessen und abgehängt war der historische Teil der Stadt, dass es lange wehtat, hinzugucken. Klettergefahr. Ich bin immer noch so ein bisschen in Süditalien, aber wir verabschieden Sie jetzt in einen hoffentlich angenehmen Samstagabend. Morgen freut sich an dieser Stelle Klaus Kleber auf Sie. Und an dieser Stelle Gundula Gause. Tschüss. Ciao.